Jo, Ruben, ganz großes Highlight jetzt am Samstag steht bevor, die 70.3 Weltmeisterschaft. Das erste wirklich richtig große Rennen im Triathlon wahrscheinlich für dich. Wie fühlt sich's an, jetzt eine Weltmeisterschaft vor der Brust zu haben? Ja, also meine letzte Weltmeisterschaft ist 8 Jahre her. Da war ich noch 2014 als Radsportler. Das war bei der Radsport-WM und ich fühle mich erstmal natürlich total geehrt, wieder bei einer WM teilnehmen zu dürfen. Hätte ich nie gedacht, dass ich nach meiner Radkarriere nochmal so einen Schritt gehen darf. Und von daher werde ich es erstmal am Samstag nur genießen, bei einer Weltmeisterschaft am Start stehen zu dürfen. Ist das Gefühl für dich ein anderes, jetzt bei einer Triathlon-Weltmeisterschaft dabei zu sein, als bei einer Radweltmeisterschaft? Bei einer Radweltmeisterschaft bist du ja auch so ein Teil vom Team. Hier ist man dann schon so ein bisschen mehr auf sich alleine gestellt, auch wenn wir schon gehört haben, dass ihr da trainingsgruppenmäßig eventuell ein paar Pläne für Samstag geschmiedet habt. Wie sind die Unterschiede? Wie fühlt sich's für dich an? Natürlich, also ich bin ja natürlich jetzt selbstständiger Sportler oder für ja auch quasi ein Unternehmen und das war auch ein ganz schön großes Investment, hier hinzukommen, dann jetzt hier 5 bis 6 Wochen in der Höhe zu sein, in Park City, vorher noch in Kalifornien zu sein und da geht auf jeden Fall schon ein bisschen Druck, lastet auf meinen Schultern, aber ich genieße es einfach, hier sein zu dürfen, werde den Wettkampf genießen, hoffentlich werden die Beine gut sein und dann werde ich auf jeden Fall mich zeigen. Die German Hype Train hatten wir schon so ein bisschen bei Freddy Funk angesprochen. Er meint, ihr seid alle schwimmmäßig ähnlich unterwegs, werdet dann mal eventuell gucken, ob auf dem Rad irgendwie gemeinsame Sache gemacht wird. Wie gehst du da mit dem Plan mit? Hast du ganz andere Pläne geschmiedet als Freddy? Oder wird es schon so sein, dass ihr da eventuell so einen kleinen Blick auf die starken Radfahrer auf jeden Fall unter euch habt, eventuell auch noch Magnus Dietleff irgendwie im Schlepptau und dann gucken, wie man das Rennen auf dem Rad bestimmen kann? Ja, ich definitiv. Also Utah auch als Radsportler damals war mal ein gutes Pflaster für mich. Ich kann die Höhe sehr gut vertragen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt hier auf jeden Fall hier einen Vorteil davon nehmen kann. Natürlich werde ich mich auf der Radstrecke zeigen, aber ich möchte vor allem endlich mal auch einen guten Lauf zeigen, weil ich denke, dass ich eigentlich ein sehr guter Läufer bin und werde mich demnach auch natürlich auf dem Rad vielleicht eher was zurückhalten, um wirklich mal bei den Weltmeisterschaften hier vorne reinzulanden, weil ich denke, wenn ich das schaffe, dann habe ich für mich mein Ziel erreicht und das ist so ein bisschen meine Strategie. Und ich hoffe nicht, dass ich so dieser typische Ruben bin, der nach Bauchgefühl irgendwie Dampf macht auf dem Rad. Und von daher, ich werde es natürlich rennsituationstechnisch irgendwie mir noch anschauen im Rennen, aber ich werde mich erstmal versuchen, aufs Laufen vorzubereiten. Du hast das Laufen so ein bisschen angesprochen. Es sind natürlich weniger Höhenmeter als im letzten Jahr bei der Strecke. Trotzdem immer noch ein bisschen mehr als 200 drin. Ein bisschen unrhythmisches Pflaster. Es geht ja erstmal lange bergauf. Dann läuft man da irgendwie über ein 18-Golf-Loch-Golfplatz und dann wieder lange runter. Meinst du, es kommt ja auch entgegen, dass es so ein bisschen unrhythmischer ist, auch gerade mit Steigungen? Oder bist du lieber so der Freund von ganz flachen Laufstrecken? Ja, das ist ganz, ja. Also das ist halt renntechnisch irgendwie abhängig bei mir. Ich kann das jetzt, natürlich freue ich mich über eine gerade Strecke, gerade als schwerer Läufer, aber was halt hoch geht, geht auch wieder runter. Also bergunter bin ich eigentlich wieder relativ schnell. Also von da versuche ich erstmal meinen schweren Körper hochzuschleppen und dann runterzulaufen. Also natürlich muss man es rennsituationstechnisch irgendwie sehen und ja, natürlich werde ich beim Laufen alles geben. Eine ähnliche Antwort hat uns Sam Long auch gegeben. Also da gibt es dann auf jeden Fall auch jemanden, mit dem du bergab laufen kannst. Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen drauf auf die Radstrecke guckt, kommt dir es entgegen, dass wir hier auch so einen Anstieg von ja, wahrscheinlich 15 bis 17 Minuten haben, wo Drafting auch keine Rolle spielt eigentlich und man da eher in der Baseball-Position hochfährt oder bist du dann doch lieber schon ein Freund, in der richtig aerodynamischen Position zu sitzen und da Druck zu machen? Also da ich ja Radsportler war, fühle ich mich auch in einer normalen Position gut. Also jetzt nicht immer im Supertuck oder in der Zeitfahrposition. Also werde ich am Berg definitiv auch mal Druck machen. Ja, aber ich hoffe, wie gesagt, ein paar Körner übrig zu lassen zum Laufen und darauf werde ich mich vor allem im Radfahren konzentrieren. Dann viel Erfolg fürs Wochenende und alles Gute. Danke, danke.